Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder Argando, whatever you want, mit dem Argando Fuego 5838RX Forge für 2.499,90 €. An dieser Stelle noch ein kleiner Shoutout an meinen Partner CDK Deals. CDK Deals ist eine Plattform, die offizielle Microsoft Keys, Game Keys für Steam, Origin, Uplay und Xbox Prepaid Karten anbietet. Nehmen wir in diesem Beispiel einen Windows 10 Professional OEM Key, legen ihn in den Warenkorb und bestellen diesen mit meinem Rabattcode PCHK, um 25% Rabatt zu erhalten. In diesem Fall bekommt ihr Windows für unschlagbare 13,57 €. Den Key findet ihr dann in eurem Benutzerkonto und bekommt ihn ebenfalls per Mail zugeschickt. Öffnet dann eure Windows-Einstellungen, navigiert auf der linken Seite zur Aktivierung, tragt den Key ein und schon habt ihr ein offiziell lizenziertes Windows. Wie ihr seht, funktioniert dieser Schlüssel bei meinem eigenen PC einwandfrei. Solltet ihr Probleme haben, bietet CDK Deals eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Das ist natürlich eine Stange Geld, klare Sache. Aber es ist auch ein relativ gutes System. Da gibt es so ein paar Punkte, die ich immer kritisiere, ihr kennt mich ja. Aber hier haben sie wirklich so ein paar Reißer drin gehabt, die solltet ihr auf jeden Fall ändern. Ich zeige hinterher auch nochmal, was ihr ändern solltet und was da der Gesamtpreis wäre mit Vergleich unter einer Geizhalsliste, dass wir dann auch sehen, ob sie euch dann immer noch irgendwie abziehen wollen oder eben nicht. Das müsst ihr selber entscheiden. Starten wir. Als Gehäuse haben wir ein MSI MagForge 100M. Das Gehäuse habe ich tatsächlich mal verbaut, das ist gar nicht mal so schlecht. Hat zwei Frontlüfter schon vorinstalliert, einen Hecklüfter natürlich vorinstalliert. Hat einen guten Airflow soweit, ich habe es ja auch schon hier getestet, das passt soweit. Wenn ihr natürlich oben noch eine Wasserkühlung habt, wie es jetzt hier auf dem Bild zu sehen ist, dann habt ihr überhaupt keine Probleme mit Temperaturen. Ich finde das ganz lustig, dass hier auf dem Bild auch die Grafikkarte den Arsch hängen lässt. Es ist halt einfach so, die Grafikkarten, natürlich je größer sie werden, desto schwerer werden sie auch. Und das hält dieser PCI Express Slot mit den Verschraubungen vorne einfach nicht. Deswegen empfehle ich euch auch immer so eine Grafikkartenhalterung dazu zu kaufen, wenn keine beiliegt. Bei einigen Grafikkarten liegt eine bei. Habe ich jetzt zum Beispiel bei der Red Devil gesehen, der 6900 XT. Da liegt eine mit dabei. Ansonsten schaut mal bei Amazon oder in meiner Videobeschreibung. Da seht ihr die dann für 12 oder 15 Euro, je nachdem, was ihr haben wollt, ob mit Beleuchtung oder ohne. Aber hier passen halt Grafikkarten bis 330 mm Länge rein. Damit solltet ihr auch immer so ein bisschen drauf achten. Hier sieht man auch im Gehäuse, da passt Mini-ITX, Micro-ATX und auch ein Full-ATX-Board rein. Da kommen wir gleich wegen der Alternative nochmal drauf zu sprechen. Ansonsten kann man halt die Beleuchtung steuern über so eine kleine Platine, die da drin ist. Da sind oben Knöpfe auf dem Gehäuse. Das macht aber dann Argando alles für euch. Das ist nicht das Problem. Alles in allem gutes Gehäuse und kostet 62,17 € auf Amazon. Als Netzteil haben wir ein MSI MPG-A 850GF 850 Watt 80 plus Gold. Das ist ein Netzteil, 850 Watt in dem System völlig angemessen. Man könnte natürlich mehr nehmen, um noch effizienter zu sein, aber die haben auf jeden Fall nichts falsch gemacht. Ich habe auch noch nichts Schlechtes gehört über diese MSI-Netzteile. Ihr habt hier eine 80 plus Gold-Zertifizierung vom Hersteller und es wird auch so alles soweit getestet. Das passt. 10 Jahre Garantie auf das Netzteil. Ich weiß nicht, wie es sich bei Argando verhält, wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Garantiefall habt. Ihr seid über den normalen Garantiezeitraum hinaus, 2 oder 3 Jahre, je nachdem, was Argando da macht. Ob ihr dann noch sagen könnt, okay, ich wende mich an den Hersteller und möchte von diesen 10 Jahren was einfordern. Das kann ich euch nicht genau sagen, da müsste man Argando mal fragen. Vielleicht rufe ich sie auch nochmal an fürs nächste Video und dann weiß ich da auf jeden Fall Bescheid. Ist ein vollmodulares Netzteil, das ist auch völlig in Ordnung und kostet 119 € bei Mindfactory. Ja, und das ist jetzt wieder so ein Punkt. Wir haben hier ein Mainboard, ey Leute. MSI B550M Pro minus VDH Wi-Fi AMD B550. Ja, der Chipsatz ist in Ordnung, es ist aber ein Micro-ATX-Board. Warum packt man so ein Popel-Mainboard in so ein großes Gehäuse rein? Dann geht man doch direkt her, baut irgendwie ein Micro-ATX-System, ja, mit einem kleinen Gehäuse. Aber das sieht so kacke aus, ich sag's euch. Ihr habt dann unten so viel Luft und da ist überhaupt nichts und das ist einfach nur nervig. Mal ganz davon ab, dass das hier oben auch keine gekühlten Spannungswandler hat. Gut, 4 RAM-Bänke ist in Ordnung, hier kommt die SSD rein, hier unten könnt ihr noch eine zweite verbauen, die Grafikkarte kommt hier rein. Wenn ihr Pech habt, könnt ihr diesen Slot hier unten nicht mehr nutzen zum Erweitern und dann habt ihr nur noch diesen. Das ist immer so ein Thema für sich, je nachdem, ob ihr hinterher erweitern wollt oder nicht. Von den Anschlüssen her haben wir Mikrofon, Kopfhörer und Line-In, dann haben wir WLAN und Bluetooth, 4x USB 3.0, 2x USB 2.0, Netzwerkanschluss, PS/2, auch witzig, dass er hier in der Mitte angeordnet ist. HDMI, DisplayPort und VGA werdet ihr nicht nutzen, weil der Prozessor keine integrierte Grafikeinheit hat. Und dann haben wir hier noch einen Flash-BIOS-Button, den ihr so gut wie nie benutzen werdet. Ja, aber das Board ist Schmutz. Es ist einfach Schmutz. Es ist ein kleines, popliges Board. Guckt mal, es kostet 92 €. Zum Vergleich, die Grafikkarte in diesem System kostet 1.500 €. Das Gehäuse ist fast teurer als das Mainboard. Also Leute,
Das werden wir auf jeden Fall ändern in der Alternative. Gut, es hat WLAN und Bluetooth, aber auch nur WLAN 5, also Wi-Fi 5. Kein AX-Standard, also nicht der schnellste, den es aktuell gibt. Kostet 92,56 Euro bei Mindfactory. Dann haben wir als Prozessor einen AMD Ryzen 7 5800X 8x4,7 GHz. Das ist natürlich der Turbo-Takt, der da angegeben wird. Der Basistakt liegt bei 3,8 GHz, sieht man auch hier. Hat 8 Kerne, 16 Threads, eine TDP von 105 Watt, was auch nicht sonderlich viel ist. Das kriegt ihr sogar noch einigermaßen gut mit einem Luftkühler weg. Ich bin ein Fan von Wasserkühlung. Wenn 5800er Ryzen da reingeht und ihr rendert die ganze Zeit auf Volllast, wird das Ding schon gut warm. Ich habe diesen Prozessor ja wie gesagt auch. Reicht auch zum Streamen, reicht zum Zocken oder gleichzeitig sogar. Ich rendere damit auch meine Videos. Unterstützt offiziell DDR4 3200 MHz, da kommen wir gleich noch drauf. Und kostet 379 Euro bei Mindfactory. Dazu bekommen wir dann noch AMD, Far Cry 6 und Resident Evil Village Bundle. Ja, es ist halt einfach so, wenn ihr ein AMD-Produkt kauft, was relativ aktuell ist, kriegt ihr diese Spiele mit dabei. Ich habe mein Far Cry 6 auch über diese Bundle-Option, Promotion-Dinger bekommen. Das ist überhaupt kein Problem, auch wenn ihr einzeln die Hardware kauft. Wir rechnen es jetzt freundlicherweise mal mit dabei, weil ihr bekommt es ja. Wir nehmen den ganz normalen Preis für die Keys, die es halt so gibt. Und das liegt aktuell bei 54,78 Euro und Resident Evil bei 40,07 Euro. Der Arbeitsspeicher, ja, das verstehe ich nicht. Ihr habt ein 2500-Euro-System. Ich packe grundsätzlich, wenn mich jemand fragt, stell mir einen PC zusammen, packe ich 32 GB da rein. Es gibt Spiele, die brauchen das. Als bestes Beispiel Horizon Zero Dawn, als es neu rauskam. Das hat mir die kompletten 16 GB zugeschaufelt. Das wurde mittlerweile gepatcht, ja. Aber es ist einfach so, wenn ihr OBS und noch einen Browser und ihr streamt und ihr zockt, dann braucht ihr eventuell schon mehr als 16 GB. Es ist immerhin 3600 MHz RAM und es ist Dual-Channel. Es hat auch nicht die besten Taktungen. Das ist nämlich CL19 RAM. Ihr solltet schon CL18, wenn nicht sogar CL16 nehmen. Er hat auch keine RGB-Beleuchtung. Da kommen wir nochmal zu dem Bild an sich. Die haben natürlich das Gehäusebild genommen, was auch auf Geizhals zu sehen ist. Da ist beleuchteter RAM drin und eine Wasserkühlung. Das habt ihr beides nicht hier drin. Von daher ist das Bild schon mal nur ein Beispielbild. Ich sag jetzt mal nicht fake, ist das ein Beispielbild. Ja, zu dem RAM habe ich soweit alles gesagt. Der kostet 61,27 Euro bei Mindfactory. Als Grafikkarte haben wir eine Nvidia GeForce RTX 3080 Ti 12 GB beliebiger Hersteller. Ihr wisst nicht, was ihr bekommt. Es kann eine ROG Strix sein, es kann auch eine Gigabyte sein, eine MSI sein, es kann eine Founders Edition sein, man weiß es nicht genau. Wir nehmen jetzt einfach mal die MSI GeForce RTX 3080 Ti Ventus 3X 12G. Die war jetzt so das günstigste, was ich gefunden habe. Natürlich günstig, in Anführungsstrichen. 1500 Euro für so eine Karte ist totaler Quatsch. Vor 3-4 Jahren habe ich für 1500 Euro einen High-End-Gaming-PC dahingestellt. Da war eine 2080 super und alles drin. Naja, egal. Dann bekommt ihr noch, weil diese Nvidia-Grafikkarte da drin ist, Nvidia Marvel Guardians of the Galaxy Bundle. Ich gehe jetzt einfach mal ganz stark davon aus, dass es jetzt das Spiel ist. Vielleicht ist noch eine Plüschfigur dabei. Ich habe das Bundle jetzt so nicht gefunden. Ich habe nur gesehen, die packen das Spiel dabei. Kostet 50,80 Euro. Berechnen wir nochmal oben drauf. Ja, die FPS-Werte, die sind natürlich utopisch. Ihr habt eine 3080 Ti, das ist eine Stufe vor der stärksten Grafikkarte, wobei die relativ gleich auffliegt mit der 3090 von Nvidia. Der 5800er Ryzen macht erst recht keinen Bottleneck. Wenn es jetzt ein 5.6er wäre, hätte ich eventuell noch einen FPS-Test angestoßen. Aber ihr könnt mit dieser Grafikkarte auf jeden Fall WQHD auch 144 Hertz spielen. Es kommt natürlich immer aufs Spiel an. Klare Sache, wenn ihr jetzt wirklich einen topaktuellen AAA-Titel nehmt und da alles auf volle Pulle ballert und zum Beispiel die LSS auf Quality, dann kann es schon gut sein, dass ihr dann, wenn ihr jetzt einen 175-Hertz-Monitor habt, nicht die 175 FPS kriegt, damit es auch smooth aussieht. Aber ihr werdet keine Probleme mit dieser Grafikkarte bekommen. Als SSD haben wir eine M.2 SSD, eine 1TB Kingston A2000. Ja gut, die kennen wir schon zu Genüge, die verbaue ich auch immer mal wieder gerne. Lesegeschwindigkeit 2200 MB die Sekunde und Schreibgeschwindigkeit 2000 MB die Sekunde. Und die kostet aktuell 79 Euro bei Mindfactory. In dem Fall ist sogar noch eine 2TB SATA 3 HDD drin, 600 MB die Sekunde. Ja, ja, nicht wirklich. Das sind Wunschwerte. Vor allen Dingen sagt Agando nicht, ob es jetzt eine 5400er oder eine 7200er wird. Von den Umdrehungen her, weil die 7200er ist ein Stückchen schneller. Die haben reell gesehen, sage ich mal so um die 100, 120, 130 MB pro Sekunde. Lesen, schreiben, wie auch immer. Wir gehen jetzt mal von der 7200er aus. Und die kostet 45 Euro bei Mindfactory. WLAN, das ist dem Chip auf dem Mainboard geschuldet, Bluetooth natürlich auch. Die Soundkarte ist ebenfalls auf dem Mainboard verbaut. Jetzt kommt wieder so ein Punkt, wie kommt man auf die Idee, einen AMD Ryzen RGB-Cooler als Standardlüfter zu nehmen für einen 5800er Ryzen? Klar, er kriegt die Abwärme weg, nur zu welchem Preis? Das Ding ist scheiße laut. Es sieht gut aus, keine Frage. Ich hatte ihn vor kurzem doch mal hier, ich habe einen Kollegen was zusammengebaut. Wenn der Lüfter jetzt, sage ich mal, bei 80 Grad auf 90% dreht, dann ist das Ding einfach nur scheiße laut. Da kommen wir später noch zu einer Alternative. Hier haben wir ihn auch nochmal, AMD Rave Prism, das ist dieser RGB-Kühler. Der kostet Standalone 29,90 Euro bei Klevo.
Gehäuselüfter vorne ist dem Gehäuse geschuldet. Kein Gehäuselüfter oben vorinstalliert. Klar, da könnt ihr hinterher optional eine Wasserkühlung reinbauen oder eben Lüfter nachinstallieren. Hinten ist der auch vorinstalliert vom Gehäuse. Dann bekommen wir noch Windows 10 Pro 64-Bit. Wie ihr am Anfang des Videos schon gesehen habt, bekommt ihr das halt auch für 14 Euro bei meinem Partner CDK Deals mit dem Rabattcode. Ansonsten nehmen wir jetzt einfach mal in Geizhals in der Liste die 23,85 Euro bei formblitz.de. Ansonsten bekommt ihr noch Bullguard Internet Security, das könnt ihr gekonnt runterschmeißen, weil nach 90 Tagen kostet die ganze Geschichte was und der Windows Defender, der macht einen guten Job. Garantie sind tatsächlich 36 Monate, Standard ist eigentlich eher so 24 Monate, davon allerdings nur 6 Monate Pickup und Return. DHL kommt zu euch nach Hause, holt das Ding ab und bringt es euch wieder, ansonsten müsst ihr es selber zur Post bringen. Wer jetzt kein Auto hat, ist ein bisschen blöd. Bearbeitung 5 bis 8 Werktage, das liegt noch im Rahmen, das ist okay. Und dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier ist die HDD, hier ist die SSD, hier ist der Ryzen, hier ist der RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, der Lüfter, das Gehäuse, das Netzteil, Windows, natürlich auch Marvel's Guardians of the Galaxy, Resident Evil Village und Far Cry 6. Und da kommen wir auf den Gesamtpreis von 2.522,78 Euro. Das System soll kosten, sagen wir glatt 2.500. Wenn ihr jetzt die Spiele abzieht, habt ihr ungefähr die Differenz, die die nehmen zum Zusammenbauen. Das ist in Ordnung. Preislich gesehen ziehen sie euch nicht ab. Konfigurationstechnisch ist es für den Arsch. Vor allen Dingen mit diesem Lüfter und mit diesem Mainboard. Meine persönliche Meinung. Wenn ihr da anderer Meinung seid, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich würde gerne an diesem System noch ein paar Anpassungen vornehmen. Und zwar habe ich jetzt hier schon eine umkonfigurierte Variante. Das Gehäuse kann gerne so bleiben, das Netzteil auch. Allerdings habe ich jetzt bei dem Mainboard ein Gigabyte B550 Aorus Elite V2 genommen. Und ihr seht jetzt, was ich mit Design meine. Wenn ihr so ein schönes, großes Board da drin habt, vermutlich noch mit RGB-Beleuchtung. Das hat eine dezente RGB-Beleuchtung hier oben und hier unten. Allerdings gibt es ja noch Boards von MSI oder so, die noch mehr leuchten, wer es mag. Das sieht schon besser aus. Und er hat auch gekühlte Spannungswandler. Klar, auch 4 RAM-Slots. Hier kommt die SSD rein, hier die Grafikkarte. Hier könnt ihr noch eine SSD reinbauen. Jetzt habt ihr hier unten aber 3 Erweiterungsmöglichkeiten. Und ich hatte vor kurzem jemanden zum Beraten da, der wollte zum Beispiel eine Elgato Capture Card einbauen. Und die 4K-Variante benötigt diesen langen Slot, der nur noch zur Hälfte angebunden ist, klar, aber die benötigt diesen langen Slot, damit die überhaupt läuft. Ihr könnt auf so einem kleinen Slot keine Capture Card anschließen, wenn sie 4K soll. Bei einer 60 FPS Full HD Capture Card geht es vielleicht noch, aber das war es dann auch an Erweiterungsmöglichkeiten. Hier habt ihr wirklich noch einiges, ihr könnt USB erweitern, was auch noch ein Thema ist, das Board hat jetzt natürlich kein WLAN, dann kauft ihr euch für 20 Euro eine WLAN-Karte, steckt die da rein, dafür sind diese Slots eben auch da. Oder eben einen USB-Stick, das geht auch. Aber von den Anschlüssen her sieht das schon wieder ganz anders aus. Ihr habt 7.1 mit Toslink, ihr habt Netzwerkanschluss, ihr habt 3x USB 3.0, 2x USB 3.1. Klar, HDMI DisplayPort nutzt ihr auch bei diesem Board nicht, weil der Prozessor keine integrierte Grafikeinheit hat. Da habt ihr noch USB 2x 2.0. Und allgemein, wie immer, das Thema. Ich finde es designtechnisch einfach besser. Klare Sache. Vor allen Dingen auch die gekühlten Spannungswandler. Ich finde das immer sehr wichtig. Klar, ihr werdet nicht viel übertakten, aber wenn ihr wirklich mal auf die Idee kommen solltet, dann werden die belastet und dann sollten sie schon gekühlt sein. Was auch noch einen Unterschied macht, wir haben anstatt 16 GB 32 GB RAM PC 3600. Gut, 3600er war der andere auch, aber der ist auch RGB beleuchtet, das ist der G-Skill Trident Z Neo. Qualitativ denke ich schon ein bisschen besser und vor allen Dingen doppelte Größe, also ihr könnt jetzt deutlich mehr auslasten euer System, wenn ihr eben Spiele habt, die diesen RAM-Speicher auffüllen, wie ich eben schon sagte, Horizon Zero Dawn zum Beispiel. Was ich ziemlich krass finde, ist einfach dieser Sprung. Guckt mal, wenn ihr hier unten 16 GB 3600er nehmt, auch den Trident Z Neo 2x8 GB, kostet das 210 Euro weniger. Das bedeutet, die berechnen euch 210 Euro für 16 GB RAM mehr. Ihr werdet das gleich im Warenkorb zum Schluss sehen, aber ich würde diese Änderung wirklich machen. Wenn ihr auf RGB verzichten könnt, gut, nehmt einen ohne RGB, aber 32 GB sollten schon sein. Was ich auch noch angesprochen habe, war natürlich der Lüfter. Ich habe jetzt in dem Fall den BeQuiet Darkrock 4 genommen. Der ist auf jeden Fall besser für diesen Prozessor und läuft deutlich ruhiger. Wenn ihr natürlich mit Headset spielt, ob das jetzt einen Unterschied für euch macht, die meisten haben den PC neben sich auf dem Tisch stehen, die hören das dann schon, wenn der kleine Lüfter so abgeht. Da würde ich euch wirklich zu dem hier raten. Jetzt haben wir natürlich Board, Lüfter und RAM getauscht. Dann seid ihr bei 2.904,60 Euro, wenn ihr das wirklich so bestellen wollen würdet. Das ist eine ganze Ecke mehr gegenüber dem alten Preis. Aber ihr habt dann auf jeden Fall ein qualitativ hochwertiges System, meiner Meinung nach. Vielleicht hat noch jemand eine andere Komponente im Kopf, die er noch ändern würde. Oder vielleicht ein anderes Board, das ist auch okay. Ich würde es auf jeden Fall so machen. Allerdings schauen wir uns jetzt mal den Preis der Alternative an. Wir haben jetzt hier alle Änderungen. Ich zeige es nochmal. Hier haben wir die HDD, die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, den Lüfter, das Gehäuse, das Netzteil, Windows und die ganzen Spiele. Da seid ihr bei 2.704,20 Euro und es kostet eben über 200 Euro mehr.
Das ist aber auch noch im Rahmen, obwohl sie für den RAM wirklich eine Menge Geld nehmen. Aber es ist noch, wie gesagt, im Rahmen. Zieht ihr die Spiele jetzt natürlich ab, weil ihr denkt, das wäre Quatsch, dann wäre es wieder zu teuer. Das müsst ihr aber für euch entscheiden. Ich schicke euch natürlich dieses normale System unten in die Videobeschreibung und auch die Alternative, sofern ich das hier kann. Das muss ich mir nochmal richtig anschauen bei Argando. Bei Dubaro weiß ich, wie es geht bei Argando irgendwie. Habe ich es noch nicht herausgefunden. Ansonsten kopiert das einfach aus dem Video heraus. Aber um nochmal auf das Grundsystem zu sprechen zu kommen, es ist nicht zu teuer, es ist einfach nur ein bisschen mies konfiguriert. Wenn ihr wirklich sonst nichts tauschen wollt und das Mainboard ist euch egal und der RAM vielleicht auch, dann tauscht wenigstens den Lüfter. Dann habt ihr keine Geräuschemissionen und er läuft auf jeden Fall auch ein bisschen ruhiger. Und das ist alles, was ich zu diesem System zu sagen habe. Ich erinnere nochmal an unseren Discord, wenn ihr Fragen habt oder Systeme irgendwie vorstellen wollt oder fragt dann, hey, kannst du das mal in einem Video zeigen? Oder ihr habt allgemein Software-Fragen, Hardware-Fragen, kommt ruhig auf unser Discord, der Link ist unten in der Beschreibung. Da könnt ihr mich persönlich auch kontaktieren, wenn ihr möchtet, aber wenn ihr allgemeine Fragen habt, bitte einfach in diesen Kanälen dann auswählen. Und dann würde ich mich über ein Däumchen nach oben freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen, lasst ein Abo da, bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.